Ja Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Wii Sports. Ja, die Leute, die mich schon länger abonniert haben, die wissen ganz genau, was heute passieren wird, nämlich, ja, meine Herzsportart steht an, nämlich Golf. Und, jo, was soll ich groß dazu sagen? Ich glaube tatsächlich, es wird auch heute, wie es im Wii Sports Resorts auch immer der Fall ist, wahrscheinlich eventuell ein bisschen ausatmen, aber nur ein bisschen. Kommt drauf an, wie sehr mich die Bewegungssteuerung heute triggern wird. Und stimmt, damals gab es noch Neuling, Amateur und Profi. Ja, okay, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich werde eine Neunloch-Partie machen, ganz einfach. Denn wir wollen natürlich den kompletten Stuff sehen, den es hier gibt. Und ja, somit bleibt uns wohl nichts anderes erspart. Außer das hier. Und ich hoffe, dass ich es halt noch drauf habe. Ich muss mich auch noch ein bisschen richtig hinsetzen, weil ansonsten wird das mit den Schlägern nicht funktionieren. Och ja, ich fühle mich zurückversetzt wie in die früheren Jahre. Und natürlich, wie fangen wir am besten an? Achso, ja okay, mit dem Tutorial natürlich. Als würde ich den ganzen Kack nicht schon gut genug kennen. Halte die Wii-Verbindung nach unten und schwinge sie wie einen echten Golfschläger. Ja, das Problem ist halt, das funktioniert eigentlich kaum. Prüfe die Kraft deines Abschlags auf der eingeblendeten Kraftanzeige. Wenn du zu heftig schlägst, verliert der Ball die Richtung. Ach geh, nee, hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Übe den Abschlag einige Male, bevor du den Ball herantrittst. Okay, derzeit bin ich noch ein bisschen zu schwach, glaube ich, unterwegs. Jetzt wird es ernst. Halte die Wii-Fernbedienung nach unten und halte A gedrückt, um den Abschlag zu machen. Ja, ich mache trotzdem noch kurz ein paar Probedinger. Ich habe nämlich so ein Gefühl, Alter, es ist mit dem Mikro gerade richtig komisch. Okay, aber es geht irgendwie nicht fester. Ich meine, der erste Golfkurs ist noch ganz einfach, hoffe ich. Vor allem, oh lol. Ach ja, stimmt, das ist sogar der, da wo es nicht mal ein Loch, nicht mal ein Wasserteich gab. Ja gut, dann brauche ich mich eigentlich vor gar nichts fürchten. Außer, dass er vielleicht ins Out geht, natürlich, aber das hoffe ich jetzt mal nicht. Nope. Ja okay, gerade schlagen kann ich ja hoffentlich noch. Also ich erwarte mir übrigens von der Sportart nicht zu viel und auch nicht zu wenig, aber okay, ich gebe trotzdem, das ist schon fast ein bisschen, ich weiß nicht. Ist das gut oder schlecht? Das ist zu weit. Ich hatte es mir gedacht. Ich hätte doch zurückgehen sollen auf den einen, aber da wäre trotzdem, lässt sich drüber streiten, aber egal. Okay, Putter ist zu wenig, viel zu wenig. Das war schon besser. Oh, der liegt perfekt. Gut, das heißt, es ist jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Schritt zum Erfolg. Wartet. Alter, ganz klein. Ach, come on! So fest war das doch gar nicht. Ich habe einen Millimeter meine Wii-Fernbedienung berührt und der rastet komplett aus. Ja, okay, super, wow. Danke, Bogey, das heißt die ersten Pluspunkte. An der Stelle übrigens, wer Golf nicht kennt, Pluspunkte sind schlecht. Das lief ja schon mal gut. Okay, drei Loch für Paar. Sprich maximal drei Schläge, ansonsten gibt es wieder Pluspunkte. Okay, ich hatte mir das ein bisschen an der 15. Oh Gott. Ja, super. Aber nicht in den Bunker, das ist schon mal ein guter Start. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Okay, jetzt geht's mir in die andere Richtung. Das heißt, ich muss ein bisschen fester schießen. Fester und nicht. Okay, ich beschwere mich gar nicht. Der liegt gut. Der liegt wirklich gut. Ja, wenn dich übrigens interessiert, warum ich die Sportart eigentlich nicht so mag, zumindest im virtuellen Bereich. Im Real Life ist es komplett anders, aber im virtuellen zumindest. Schaut einfach Wii Sports Resorts, da wisst ihr. Was? Schaut einfach Wii Sports Resorts, es ist egal welche Season, bei jeder passiert der gleiche Kack wie hier. Gut, immerhin das. Das Problem ist, das waren vier Schläge, super. Ich bin froh, dass ich heute noch einkaufen war. Ich habe mir nämlich extra eine Packung Zigaretten heute noch besorgt. Und ich weiß ganz genau, ein paar werden heute nur wegen dem hier draufgehen. Was? Fünf Schläge für paar? Ey, wie weit ist das denn bitte entfernt? 2 Kilometer oder was?
Oh shit. Okay, die 460 Yards ist das eine Problem. Das andere ist, schau doch mal, wie groß das Out hier ist. Okay, hier muss man echt gerade sein. Und das war wieder ein zu leichter Schlag. Okay. Was? Dadurch? Als ob das gut gehen würde. Ja, okay, gut. Hat funktioniert. Aber bitte nicht... Nein, 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 nein! Okay. Das konnte ich gut abschätzen. Und hier mit Eisen. Oh Gott, das bringt sich aber nichts. Aber wartet. Das muss ich mit dem Driver machen. Einen ganz leichten Schlag. Genau. Weil somit komme ich näher ans Paar heran. Sorry übrigens, wenn ich ab und zu ein bisschen komisch rede. Ich habe leider eine verlegte Nase ein bisschen. I don't know why. Irgendwie abends ist es immer so, dass sich meine Nase ein bisschen verstopft. Ich kriege das irgendwie nicht los. Oh, mit dem Putter. Hey, das mache ich. Nein! Okay, ist egal. Alles gut. Muss ich das jetzt wieder mit dem Wedge? Nee, das mache ich mit dem Putter wieder. Das bremst sich so. Ah. Was? Why? Ich hab doch nichts getan! Beschiss. Also, ich habe jetzt nichts getan. Schau, das schlägt einfach. Warum? Kalibrieren? Geht hier nicht mal. Ich konnte nichts tun. I don't know was. Alter, was hat denn die Steuerung jetzt schon wieder? Also jetzt gerade ohnehin, jetzt hat es gerade vorhin einfach so geschlagen. Und schon wieder. Ja. Warum? Junge, reg dich ab. Hallo, ich bewege zurück und nicht nach vorne. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie geguckt, dass ich einen leichten Schlag hinbekomme, aber ist eh egal. Schlag 8 mittlerweile, gut, das kann ich komplett vergessen. Ich hatte jetzt irgendwie Triple Bogey, das sind 3 Punkte. Also das waren jetzt 3 Löcher und ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Ich bin froh, dass ich das heute alleine mache, weil sonst würde ich eh komplett ausrasten. Ja, und hier geht's wieder normal, oder was? Natürlich. Ich hasse dieses Spiel so viel. Der war gut. Der war eindeutig gut. Ja, kann man so lassen. Ich meine, am besten wäre es gewesen, wenn er direkt reingelandet wäre, weil dann... Oh Gott. Oh, oh, oh! Was? LOL! Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dieses Spiel gesagt habe. Auch wenn sich meine Meinung im nächsten Loch, nämlich wenn ich das hier schon sehe, wieder ändern wird, aber es ist mir egal. Wir haben einen Minuspunkt geholt, Alter. Das Lebensziel erreicht für heute. Aber an die Map kann ich mich noch gut erinnern, ja. Das war tatsächlich schon in Wii Sports. Alles klar. Okay, dann muss ich wieder aufpassen. Trotzdem, der Wind, der geht wieder nach rechts rüber. Ich glaube, das war aber ein guter Schuss. Ja, der weht sogar. Bleib stehen, genau. Das war schon fast ein bisschen zu weit. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ist eh egal, ich muss festschießen, anders geht das gar nicht. So, das waren bis jetzt 2 Schläge. Also ich kann noch immer ein Birdie rausholen, das geht. Ich muss jetzt nur irgendwie mit dem Wedge genau dahin kommen. Da bin ich. Nein, er rollt noch in das... Am Rand des Grüns natürlich. Okay, aber das kann ich schon mit dem Putter bespielen, das ist gut. Jetzt ist halt die Frage, ob mich das Putter nicht wieder verarscht. Ne, es verarscht mich nicht, aber... Ich hab die Steigerung nicht beachtet. Gut, aber hier sehe ich mit bloßem Auge, dass das nach links oben geht. Das heißt, ich muss schon mal ein bisschen hier rüber. Und jetzt einen leichten Schuss und dann passt das. Gut, ich glaube, mittlerweile finde ich mich in dem Spiel ein. Das ist schon mal nice.
Ich glaube, bisher sind wir auch relativ gut in der Zeit. Ich hatte eine halbe Stunde eingerechnet, aber es liegt auch daran, weil ich alleine bin, deswegen wird es die halbe Stunde nicht werden. Okay, das ist das Flussgebiet. Wo man auch relativ gut schießen muss, weil ansonsten landet auch hier der Ball leider im Wasser und Wasser ist alles andere als gut. Aber kein Wind. Das heißt, ich kann schon mal locker easy in Schö... Oh, oh. Wenn das nicht schon fast ein bisschen zu leicht war. Aber er geht sich aus. Okay, das heißt, jetzt wird wahrscheinlich ein festerer Schlag benötigt, ja. Okay, Driver ist zu viel. Der war nice. Der müsste im Grün landen, ne? Tut er auch. Oh ja! Schlag 3, das heißt... Ach Gott, Alter, wie schief ist das denn? Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Einfach... Nee. Ich weiß echt nicht, warum sich die... Warum sich der freut. Oder die freuen, die was da klatscht im Hintergrund. Weil ich weiß, was mir blüht. Genau, ein Bogey. Wihi! Also ich muss sagen, ich halte mich eigentlich mit plus 5, glaube ich, relativ gut. Weil ich hatte fest damit gerechnet, dass ich noch Small bekomme irgendwie, aber okay. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, was das Neuling, Amateur und Profi war. Das waren nur diese immer so abge... Das waren einfach nur die 3x3, also Kurs A, B und C. Nur damals hieß es noch Neuling und sowas. Na egal. Stimmt, jetzt kommt die Map. Oh ne. Im Sandbunker. Aber auch ganz schön knapp. Boah, Gott, damn it. Wie soll ich das? Ja, gut, kann ich vergessen. Dann muss ich darüber. Ja, durchschießen wird sich nicht viel bringen, weil dann würde er nur im Out landen. Okay, ich habe den Eisending. Mit Wedge ist es zu wenig. Eisen, Driver ist sowieso übertrieben. Also, ach komm. Aber wieder so knapp. Okay, rausbekommen. Das heißt, den Rest jetzt wieder mit dem Putter, wie immer. Gut, ein bisschen rüber. Alter, ich habe wieder Millimeter bewegt und der zuckt wieder komplett aus. Ja klar, hahaha, ha, ha. Jetzt auf einmal richtig leichter Schuss und dann immer wieder die letzten Meter. Na, immerhin jetzt. Was? Triple Bogey? Als ob das so schlecht war. Ich wollte schon vor dem Loch noch sagen, so unter plus 10 Punkte bleiben, das wäre gut. Vergiss es, Leute. Vor allem jetzt kommen ja noch zwei und das sind die, die was ausgerechnet... Das sind die, die ausgerechnet mit sehr viel Wasser sind. Oh Gott. Als ob das jemals gut gehen würde. Okay, der war gut. Wow! Ich habe das jetzt nicht ganz genau gehört, aber ich glaube, das war relativ knapp vorm Abgrund. Okay, mit Wedge soll das... Ja, okay, gut. Das war ein bisschen zu leicht. Und auch das ist schon wieder so richtig behindert. Nein, das war schon wieder... Oh, das war schon wieder... Dieser Putter, der ist sowas von verdammt schwierig zu steuern. Jedes Mal. Aber jetzt. Okay, ich komme auf einen halben Meter ran. Da steht zwar 1,5, aber sind wir ehrlich, das sind niemals 1,5 Meter. Okay. Scheiße. Doppelt, das heißt, wir sind jetzt bei plus 10. Okay, das heißt, ich müsste hier jetzt ein paar machen.
damit ich mein Ziel von maximal 10 halten würde. Paar 5 Schüsse, das ist natürlich 5 Schläge, das ist natürlich, denkt ihr euch, realistisch. Das Problem ist halt nur, es ist die Kackmap, die hier. Dass ich da nur 5 Schläge brauche, das glaube ich, das glaubt keiner von euch. Ich selbst auch nicht. Okay, erstmal nicht in den Bunker rein, das ist schon mal etwas. Jetzt muss ich überlegen. Ich könnte hier rüber schießen, lohnt sich aber nicht. Ich könnte hier auch, obwohl ich könnte... Nee, es geht sich niemals aus. Vor allem der Wind geht ja nach rechts. Mit Eisen wäre es möglich. Ich mache einen Eisenschuss. Darüber auf die Insel. Warum hatte ich das jetzt irgendwie am Schirm? Leck doch die Henne. Wenn ich da jetzt versuche rüber zu schießen. Ne, es bringt sich gar nichts, weil. Richtig. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Was soll ich denn machen? Fest draufhauen geht nicht, weil da... Okay, fest draufhauen ist doch nicht der Schlüssel zum Erfolg. Ja! Schlag 8. Ah, jetzt auf einmal bin ich auf der Insel, oder was? Ja, ist klar. Okay, ich hätte doch dem Spiel vertrauen sollen, wie es mir den Eisenschläger ans Herz legt. Schlag 11. Ob ich den noch versenke, ist eine gute Frage. Ich glaube, vorher wird das Spiel einschreiten. Plus 7. Also, meine Primetime war eindeutig bei dem vierten Loch. Aufgrund des Birdies und dann des Pars. Und beim Rest bin ich überall drüber gewesen. Ja. Fassen wir zusammen. Das Spiel, es kann mich nicht leiden und ich kann es nicht leiden. Einfach gesagt. 177 Niveau, weil ich mir das verdient habe. Sind wir froh, dass es hier in dem Spiel Wii Sports nur 9 Löcher sind. Das heißt, ich erspare mir relativ viel Ärger. Weil ansonsten hätten wir jetzt erst gerade mal die Halbzeit. Gut. Das ist eine schöne Vorbereitung für Wii Sports Resorts, was dieses Jahr noch kommen wird. Weil, wie gesagt, dort sind 18 Löcher und glaubt mir, da werden die Nerven mehr strapaziert als hier. Das kann ich euch verraten. Ne? Gut, Leute, dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, Leute.